Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Minecraft Rain. Ich gehe jetzt drauf auf den Server. Ja, aber hab bestimmt kurz geschnitten, musste was schauen. Mit OBS nicht, dass ich jetzt irgendwas falsch gemacht habe. Wir müssen auf jeden Fall jetzt hier flott Wasser holen, Gras und dann rauf hier. Ich brauche sagen, ich muss jetzt mich beeilen. Gucken. Weil wenn ich den Sprung schaffen will, muss ich genaues Ziel. Einen Sprung schaffe ich nur. Bitte, 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 bitte. Yeah. Und das auch noch geheißen. Nice. Genau. Kommt jetzt genau gelegen. Eisen, 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 jetzt! Ich kann so eine Unterwasserhöhle bauen, aber das dauert. Schnell einen Eimer wechseln. Einen Platz habe ich, das ist perfekt. Oh fuck. Ja. Wir haben ein kleines Problem. Das Skelett will mich. Jetzt muss ich mir einen Plan überlegen. Wenn ich jetzt hier in Scham ins Wasser komme, ich ganz bestimmt hier hoch. Das könnte mir ja Probleme bereiten. Wenn ich in den Wasserstrahl hoch bin, ich muss auf jeden Fall in den Wasserstrahl hoch. Und wenn ich ihn attackiere, bin ich sowieso tot. Also, Taktik. Wie gehe ich an dem vorbei, dem aus dem Weg? Irgendein Wasser ist keine mehr wirklich nichts tun, wenn ich jetzt einfach so vorbeischleiche. Also, ich schaffe es jetzt einfach so hoch zu schwimmen. Aber man kann mit der Zombie hinterher schwimmen. Es wird Nacht. Scheiße, die Tür ist offen, verdammt! Jetzt nicht die Zimmertür beim Messer aus, sondern ich meine jetzt die Zimmertür hier. Ja. Der Base, die ist offen. Da ist die Zombies könnten rein. Schnell. Es ist nichts ausgeleuchtet, scheiße. So, machen wir das. Samen her. Hier sind wir erstmal sicher für die Nacht. Die Nacht müssen wir einfach mal hier verbringen. Das ist jetzt eine Höllennacht. So, jetzt sind wir mal, müssen wir rein, überleben kämpfen. Ist jetzt scheiße, aber Mist. Was haben wir eigentlich alles? Moment. Das Eis könnte jetzt reichen. Das Eis dürfte jetzt reichen für den Amboss. Das könnte mir jetzt zum Vorteil werden. Auch zum Nachteil. Ach komm, scheiß drauf, jetzt mache ich einfach mal schnell das. Dann stelle ich mir meinen Schaden auf. Ich muss jetzt erstmal irgendwie wieder aufladen. Das Vollfressen muss jetzt sein, ich muss meine Herzen wieder auffüllen. Ich denke jetzt nach, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich könnte Knochenmehl machen. Das könnte mir die Chance geben, Weizen zu bekommen.
Und dank des Weizens kann ich mir Brot machen. Was er wieder Herzen bringen kann. Jetzt muss ich nachdenken, wie gehe ich vor? Das Eisen ist fast fertig. Dann kann ich mir in dem Sinne ein... Ja. Ihr wisst schon machen. Jetzt würde ich mir Folgendes machen. Das wäre eine Idee. Mit dreien müsste ich doch ein Buch machen können. Was bringt es eigentlich, wenn ich das Buch versuche jetzt mal zu enchanten? Was würde rausspringen? Ich könnte Schutz bekommen. Wäre ein Vorteil, weil dann hätte ich die Möglichkeit, meine Dia-Chest auf Schutz 2 zu upgraden. Das würde mir ein bisschen mehr Verteidigung geben. Und ja, versuchen wir es jetzt. Ich finde es echt vorteilhaft, eine Skybase zu haben. Ganz im Ernst. Wer weiß, wie am Arsch wir wären. Ohne eine Skybase. Ich habe zwar auf alle meine Level verbraten, aber ich habe jetzt ein Schärfe 2 Schwert. Und ich habe eine Dia Chest. Mit Schutz 2. Was gut ist. Ich habe Gold. Das heißt, ich könnte mir einen Apfel machen. Außerdem habe ich noch 5-mal Dias. Damit können wir auch noch was anfangen. Wenn ich noch zwei hätte, könnte ich mir eine Dia-Hose machen. Das würde mir noch mehr Schutz geben. Und 9 Rüstungspunkte. Die Frage ist, wie stellen wir das an? Unten sind Zombies. Das heißt, die würden uns jederzeit angreifen, sobald wir runterkommen. Ich würde darüber aus durchbrechen, aber aktuell ist es zu gefährlich. Wenn ich jetzt aufbreche, knallt. Außer... Tja, man muss schon genial sein, um mir lang genug zu bestehen. Jetzt, ich würde mir gerne einen Bogen machen, aber ich habe mit Marvin vereinbart, keine Bögen einzusetzen. Ah, ich mache mir trotzdem erstmal einen verfickten Bogen. Den will ich jetzt mal zum Überlebenskampf benutzen, dann kann ich mich später mit Marvin nochmal vereinbaren, ob wir den Bogen benutzen oder nicht. Weil der ist nicht enchanted und jetzt zu enchanten wäre scheiße. Dann würde ich den nur zum... Lol. Ach, du hast nicht gesehen. Idiot. Ja, yep, ich bin ein Idiot. Wir fahren was rein. Das deckt die Erde. Das wird schon mal gefarmt. Perfekt. Erstmal eine Kohle wieder. Die Frage, was machen wir jetzt? Wenn ich jetzt einfach aufmache und versuche, die Gegend auszuleuchten, das hält mir die Mobs fern, aber nur fast. Yep. Nee, kein Bock. Ich schläg mich doch nicht mit 3 Skeletten an. Nicht in meinem Zustand. Ich bin alleine. Ja, fuck. Das könnte blöd enden. Moment. Ich will erst mal gucken. Stein mal hier hin, damit ich mal kurz öffnen kann. Ist da eine Höhle? Nein, ich würde da direkt dann durchbrechen. Das heißt, ich würde dann... Ich weiß nicht, mit dem Boot runter zu jumpen... Ich weiß nicht, ist ein bisschen paradox, oder? Einfach mal mit dem Boot hier runter jumpen. Ich weiß nicht. Geht das gut? Ich weiß nicht, mit dem Boot einfach mal so YOLO-mäßig runter. Ich komme ehrlich gesagt echt auch nie weit. Ich bin mit Gott aber im Arsch, ich bin mit allem im Arsch. Ich muss mir jetzt was ausdenken. Plan, ein Plan. Das wäre jetzt echt das Beste, einen Plan zu haben. Ah, da bin ich ja manchmal echt das Schlechteste, wenn ich keine Ahnung habe. So, ich denke mir gerade was aus. Die 10 Schaden bringen mir nichts. Ich habe keine Level. Ich habe auch jetzt gerade
Haben wir überhaupt was zu braten? Nee. Moment. Ein Versuch. Um XP zu bekommen. Ich versuche es mal mit irgendeinem gewieften Trick XP abzukassieren. Das ist ein ganz geiler Trick. Man kann nämlich Holz in Holzkohle verbrennen. Hat dieselben Wirkung wie normale Kohle. Aber wenn ich daraus vielleicht XP gewinne. Das wäre jetzt das Beste. Ich hoffe, die bringen XP, sonst habe ich noch mehr Probleme als jetzt. Weil, ernsthaft, ich gehe da nicht raus. Ich gehe nicht raus, wenn das da gerade so ist. Es wird Tag. Das heißt, nächste Folge breche ich auf. Und dann hole ich mir das restliche Eisen. Oder jetzt. Jetzt der perfekte Moment. Die Plantage bleibt erstmal. Ey, die Biester meinen, sie kommen hier einfach so zu mir. Ich bin weg, bevor die es überhaupt merken. So. Fangen wir an. Als erstes brauche ich ein Loch. Groß genug, dass ich mit dem Boot durchbrechen kann. Dann muss ich nur noch da runter jumpen. Dann geht die Flucht los. Ja. So, Boot. Und ab geht die Fahrt. So, hauen wir ab. Full speed ahead. Full speed to finish. Jetzt müssen wir echt eine Höhle suchen. Suchen wir schnell. Dahin. Höhner, jetzt. Yes, yes, yes. Ach, das Boot, scheiß mal aufs Boot, ich habe ein Ersatzboot. Also, wir können jetzt jedes Fressen gebrauchen. Das kommt mir so gelegen, ey. Ohne Scheiß. Ah, geil. Geil. Nice. Ja, helft mir. Helft mir wieder voranzukommen. Gebt mir eure XP. Na, heute sind wir noch Holz genug versorgt. Also, das ist nicht das. Aber hier müsste irgendwo noch eine Höhle sein. Mit seine wird es doch hier geben. Und dann grab ich mich runter. Wie viel Zeit habe ich noch? Oh, scheiß, nicht mehr lange. Ach, ich bin wenigstens voll. Das ist die Hauptsache. Schafe. Und Hühner. Nice. Nice, nice, nice. Nice, nice. Hier gibt es garantiert irgendwo einen Weg nach unten. Und Tiere. Ach, du Scheiße. Jetzt könnte es vielleicht wieder ein bisschen Auftrieb geben. Ich habe aber dann nur noch ein paar, das heißt, ich muss in 15 Minuten irgendwas reißen, sonst bin ich immer noch. Jetzt ist es die Sache. Ich finde so eine kurze Zeit eine Höhle. Ich sammle noch ein bisschen Eisen, entscheide noch mein Zeug noch ein bisschen raus. Best Case wäre Dias. Aber auf so viel Luck kann ich mich jetzt nicht mehr verlassen. Also, ob bei Luck wieder so höllisch ist, mir noch mal Dias beschert. Na, nice, Höhle. Wie gesagt, beim Fressen geht's wieder. Schauen wir uns mal um. Kohle. Nix. Bis auf Eisen. Hauptsache. Eisen. Kann ich hier aufnehmen? So, die Spannerei. Das Zeug will ich schon mitnehmen. Was machen wir da? Einfach mal weghauen. Boom, habe ich. Ja. Das weg. Das hau ich weg. Vielleicht kann ich jetzt das Fleisch aufnehmen. Wenn das an der Küste rumliegt, dann raste ich aus. Hühner. Hühner. Meine Zeit läuft ab. Meine Zeit läuft ab. Jetzt tun wir so schnell der Base
einen Bogen zum Runterkramen und dann runter, ja. Das muss dann 20 Sekunden noch irgendwas findbar sein. Ich habe schon so sehr auf meinen Nacken verlassen. Jetzt sollten wir noch einmal den Arsch retten. Und ja, das wär's. Und damit verabschiede ich mich für diesen Part. Ihr könnt wieder Kommentare, Wertung da lassen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, Emerald Control.